Hallo ihr Lieben, hier ist eine neue Folge von Das Wort zum Montag. Jetzt könnt ihr mal auf mich herabsehen. Aus 3 Meter Höhe. Nein, aber jetzt mal im Ernst. Ich habe ein erstes Thema und da wollen wir auch ein bisschen ernst drüber reden. Ich hatte es ja schon mal gehabt als Thema. Das Thema war zwar Jobcenter, aber aktuell möchte ich da auch wieder eine kleine Erfahrung zutun. Die gibt's jetzt. Leider hat es mich jetzt auch erwischt, dass ich wieder arbeitslos geworden bin. Das heißt, es ist gerade mal ein Jahr gut gegangen. Aber wenn man bei der Zeitarbeit ist, darf man sich natürlich nicht wundern, dass dann ein jähes Ende findet. So, bei mir ist der Vertrag halt ausgelaufen, ne? Nach 6 Monaten, sonst hätte ich einen Festvertrag gekriegt, aber die hatten da nichts mehr für mich, angeblich nicht mehr, aber hinter vorgehaltener Hand kann man sagen, die wollten mich eigentlich so loswerden, ne? Weil schon, dass sie mich zu Betrieben geschickt haben, wo ich ja übernommen werden soll. Ach, da können sie übernommen werden und bla 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 und blub blub blub. Aber die kriegen von mir noch eine schöne Bewertung, sobald ich bei Facebook wieder die Sperre aufgehoben kriege, dann werde ich auch mal im Chefland dazu beitragen. Ich meine, ich will ja nicht nachtreten oder so, aber irgendwo die Erfahrung, mal kundtun muss ein bisschen sein, ne? Kennt man ja. So. Es hat natürlich auch gedauert, bis ich bei der AG vorsprechen konnte, weil ich musste extra nochmal am letzten Tag zur Firma gehen und sagen, hier, bitte drückt mir mal außen Nachweis, dass ich hier nicht mehr bei euch bin oder dass der Vertrag ausgelaufen ist. Musste ich also am 2. Oktober zum Jobcenter gehen und dann halt mich arbeitslos melden, natürlich auch, dass ich Hartz IV beantrage. So, und jetzt kommt natürlich das ganz Geilste, jetzt kommt nämlich das ganze Prozedere. Jetzt kommen wir zum Prozedere. Ich habe also, soweit ich konnte, alles vorbereitet. Ja, habe dann auch natürlich auch einen Antrag ausgefüllt und dann geguckt, welche Anlagen ich brauche. Habe ich alles schon mal gemacht. Das habe ich gemacht, als ich nach Kassel gefahren bin, auf der Zugreise. Das hat nämlich eine Stunde gedauert. Also das Ausfüllen und da die Fahrt ja ein bisschen lang gedauert hat, ne, habe ich das dann halt so gemacht. Habe dann geguckt, vielleicht noch Nachweise, irgendwas kopieren, alles dabei. So. Bin ich dann da hingegangen, musste mich natürlich bei den Neukunden anmelden, weil nach einem Jahr bin ich dann wieder Neukunde. Ja, dann ist mich ganz geil. Da habe ich dann mal vorgesprochen. Ne, die hat sich die Unterlagen angesehen, okay. Obwohl ich dann musste ich noch mal draußen warten, bis ich dann wirklich zur Fallkoordination kam. Da hat die dann festgestellt, das und das und das und das und das fehlt. So. Jetzt habe ich natürlich eine. Nee, das ist es nicht. Eine ganz schöne Liste bekommen. Das ist ein Stellenangebot. Weil ich noch alles da mit beitragen muss. Und das ist unglaublich. Seit der Verschärfung im August, also Verschärfung der Sanktionen oder die Verschärfung oder die Voraussetzungen, hatte ich locker 2 Seiten von Sachen, die ich noch beibringen musste, die noch gefehlt haben oder überhaupt was ich bräuchte. Ich bräuchte, boah, ich kann das gar nicht aufzählen, was das war. Ah, hier ist es ja. Erstmal, die wollten den Personalausweis haben, Vorderseite und Rückseite, genauso wie in meiner Sparkassenkarte. Wollten noch wissen, ob ich ein PayPal-Konto habe, Vermögen. Ich sollte einen Finanzstatus von der Sparkasse holen, Arbeitsvertrag, Nachweisende, Einkommensbescheinigung, Verdienstbescheinigung, die letzten 3 Monate von Ihnen, unterschriebener Mietvertrag, vollständig in Kopie, also heißt auch leere Seiten, ja, geil, einfach nur pragmatisch von der AGE. Nachweis über aktuelle Grundmiete und so weiter und so. Ich will das gar nicht aufzählen, aber ich habe jetzt schon drauf gezählt. Das alles sollte ich beibringen. Und wegen meiner Tochter, wegen Umgangsrecht, wollten sie natürlich auch wissen. Nachweis vom Umgangsrecht, Nachweis dafür, Nachweis, dass ich überhaupt da meine Tochter besuchen gehe und so. Ist ja wohl logisch, dass ich meine Tochter besuchen gehe. Obwohl, ja, einen Fall, den ich kenne, ist das natürlich nicht so logisch. Aber ich muss schon sagen, so funktioniert das einfach nicht mit dem Jobcenter. Und ich werde auch mal, ja, ich kann nichts machen leider, aber durchaus beschwerdewürdig, was sie da mittlerweile wollen. Und da ist ja diese Hartz-IV-Erhöhung, die dann jetzt zu 2017 kommen soll, sowieso ein Almosen. Mehr kann man nicht sagen. Was nützt es, wenn man 4 Euro mehr kriegt? Aber die sagen, Verschärfung der Voraussetzungen oder irgendwas sind dann so hoch. Also, da muss man doch sehr wundern, oder? Geil ist auch wieder mal, dass dann heißt, ja, sie leben ja demnächst wieder von Steuergeldern. Ich habe jetzt ein Jahr gearbeitet. Ja, habt auch dafür für Steuern gesorgt, habt auch Steuern erarbeitet. Aber nein, wichtig ist ja die Tatsache, ich lebe ja wieder von Steuergeldern. Sowas kriegst du auch wieder zu hören von so einer untervögelten Alte mit mittlerem Alter. Und das wird natürlich auch ganz geil sein. So, ich habe jetzt 2 Wochen gebraucht, beziehungsweise ich sollte in 2 Wochen die Sachen zusammenbringen. So, bis zum 16. soll ich das abgegeben haben. Habe ich jetzt letzte Woche gemacht, aber was haben wir heute, den 14.? 14.? Und ja, mal gucken. Wahrscheinlich kommt wieder 8 und das brauchen wir noch. Also das ist schon eine ziemliche Arbeit gewesen. Das war so ein dicken Papier. Ich muss das alles in so ein
Telegramm, so einen Telegrammumschlag reintun, also so einen dicken A4-Umschlag. Fast alles nicht reinkriegt und muss das da einwerfen. Allein schon, wenn du das im Briefkasten reingeworfen hast, boff, hast du direkt das Gewicht gehört, das dann unten geknallt ist. Tja, und da frage ich mich, ob das alles so sein muss. Ja, diese ganze Bürokratie, die ist ja wieder richtig im Kommen, muss ich ja mal feststellen. Naja, auf jeden Fall ist schon ziemlich geil. Was soll ich denn machen? Ich bin arbeitslos geworden, ja. Ein Plan B in Form einer anderen Beschäftigung gibt es momentan nicht. Und aufgrund der Tatsache, dass ich im Dezember und Januar meine Tochter bei mir habe und es natürlich jetzt sehr schlecht ist, irgendwo eine neue Stelle zu haben, zu sagen, hier, guck mal, in einer Woche möchte ich gerne 8 Tage Urlaub haben, da zeigen wir auch den Vogel, da ich dann halt erstmal bis Ende des Jahres durchharze und Anfang des Jahres gucke, dass ich endlich mal eine Festanstellung habe. Jetzt sowieso bis Ende des Jahres ist sowieso schlecht, noch irgendwas zu finden. Selbst bei Zeitarbeitsfirmen ist das so eine Sache. Wenn man sagt, ja, hast du 3 Tage was zu tun, dann vielleicht eine Woche nichts, ach, wir haben nichts für Sie. Dann wieder vielleicht so ein paar Tage, also da kommt auch nichts bei rum. Ja, es ist am besten arbeitslos zu sein, ja, ein bisschen Freizeit zu haben, die Freizeit irgendwie zu nutzen, obwohl jetzt im Herbst scheiße, ich bin lieber im Sommer arbeitslos. Das Meer ist schöner, sag ich mal, also schöner. Und ja, jeder muss da mal sein Schärflein dazu beitragen, jeder muss sein Kreuzchen zu schleppen haben. Also mal gucken, wie das geht und ob die mir einen Strich durch die Rechnung machen oder ob direkt in eine Maßnahme gesteckt wird, ist ja auch geil. Kommen wirst du arbeitslos, wirst du ja eine Maßnahme stecken, ne? Aber die Langzeitarbeitslosen, die das geil finden, soziale Hängematte und keine Ahnung, da passiert irgendwie gar nichts, ne? Boah, ich will jetzt nämlich niemand schlecht machen oder so, ich bin der Letzte, der irgendwie was gegen Hartz IV jetzt hier sagen will, wobei es natürlich darauf ankommt, wie sind die drauf. Ja, also lassen wir uns mal überraschen, kann sein, dass die nochmal kommen, ja, das und das und das fehlt noch, dann bringe ich das bei und die sollen doch einfach mal den Scheiß bewilligen, ja? Weil ich habe mir das nicht ausgesucht, ja, ich würde am liebsten gar nicht zum Jobcenter gehen und hätte ich Vermögen, ja, wo die ja so wissen wollen, wie viel Vermögen habe ich. Ich würde da gar nicht erst hingehen, ja, ich würde mir auf mein Vermögen einwichsen und würde das da auf den Kopf hauen, um was auf Deutsch zu sagen, und dann würde ich auch im Leben nicht zu Arge gehen, aber naja, habe ja schon noch öfters gelesen, gibt es ja irgendwelche Hiopais, die haben es gar nicht nötig, zu Arge zu gehen, gehen da trotzdem hin, kriegen Geld und ja, missbrauchen das natürlich. Ich habe einen Fall gelesen von irgendeinem Piloten, der, boah, was hat der verdient? Er hat, ich glaube, fast eine 5-stellige Summe im Monat verdient. Oder vielleicht vertue ich mich auch, auf jeden Fall mehrere tausend Euro, ne, als Pilot halt. Und dann ist er trotzdem zur Arge gegangen. Hat er noch ein Zubrot gekriegt durch Hartz IV. Der ist natürlich rausgekommen, dass Betrug war und ja. Ich schätze mal, auch durch solche Idioten ist es dann so, dass die Sachen nochmal verschärft werden. Ja, dass die Kontrolle nochmal riesiger geworden ist und dass man natürlich wissen will, was haben sie Vermögen. Und liebes Jobcenter, ich habe kein Vermögen, sonst wäre ich nicht zu euch kommen. Und hätte ich jetzt irgendeinen Schmuck, ja, irgendeinen wertvollen Schmuck, den hätte ich wahrscheinlich längst versoffen. Muss man so sagen. Jetzt nützt alles nichts, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich da durchkomme. Und Festanstellung muss auch irgendwann mal sein, dass das alles mal im Lot ist, dass ich mal ein paar Jahre dann da arbeite. Das mit Urlaub dann eine klare Sache ist, weil der meiste Urlaub geht sowieso von meiner Tochter drauf. Ich muss einfach mal gucken, wie das alles läuft, denn im Leben ist das alles nicht einfach. Ich würde mal sagen, ich mache da jetzt auch an der Stelle Schluss, weil erstens Wasser kocht, ich muss ein bisschen was spülen. Zweitens muss ich im Internet noch was machen. Drittens, auf leeren Magen sich aufregen, bringt auch nichts. Meine 2 Bistro-Baguette warten schon drauf, verspeist zu warten. Und zum Vierten, mal gucken, was ich dann jetzt überhaupt mache, jetzt wo ich arbeitslos bin. Draußen ist kalt. Minus 3 Grad momentan in Düsseldorf, aber könnten auch bald Minusgrade werden. Was aber großartig machen. Tja, vielleicht ein Hobby freuen. Ist aber in Düsseldorf nicht viel. Also, ich wünsche euch was, ja? Und bleibt mir gewogen bis Ende des Jahres. Und ich gebe euch Bescheid, wenn es was Neues gibt, was dann so ähnliches Format ist. Ich wünsche euch was, ja? Bis dann, hasta luego, ihr Lieben.